Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung ist in aller Kürze zu sagen, erstens, der Gesetzentwurf hat bereits im Vorfeld enorme Kritik hervorgerufen, insbesondere an den Hochschulen, aber eben nicht nur dort. Zweitens, diese Kritik wurde in aller Breite von diversen Sachverständigen vorgetragen, nämlich in der Anhörung, die der Innenausschuss gemeinsam mit dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst durchgeführt hat. Und drittens, der Änderungsantrag, den Schwarz-Grün daraufhin vorgelegt hat, greift zwar einige der Kritikpunkte auf, das ist gut, aber es reicht eben nicht, um einen schlechten Gesetzentwurf zu retten. Auch in der jetzigen Form können wir als Linke daher diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Und warum das so ist, werde ich kurz darstellen. Als Linke haben wir den Gesetzentwurf schon in der ersten Lesung deutlich kritisiert. Und ich kann nur sagen, die Anhörung, die wir durchgeführt haben, hat mich dort vollumfänglich bestätigt. Aber nicht nur mich, meine Damen und Herren. Der Senat und die Vollversammlung der Hochschulen lehnen das Ansinnen ab, ebenso wie der Fachbereich Verwaltung, die überhaupt nicht Teil dieses Konstruktes werden möchten. Die Gewerkschaft der Polizei droht mit Klage. Die Hochschullehrer haben eine Resolution verfasst. Und es muss noch die Frage erlaubt sein, ob ihr angebliches Ziel, nämlich im Kern eine bessere Ausbildung der Polizeianwärterinnen und damit überhaupt erreicht werden kann. Und von den Zielen der Verwaltungsreform einmal ganz abgesehen, nicht nur dort fiel das Wort verfassungswidrig in diesem Zusammenhang. Meine Damen und Herren, und wie groß die Not sein muss, zeigt ja auch Ihr Verhalten im Innenausschuss. Sie propagieren die Freiheit von Forschung und Lehre. Dazu passt aber Ihr Gesetzentwurf überhaupt nicht zusammen. Und dann übergehen Sie per Mehrheitsvotum den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Sie können natürlich einfach per Mehrheit in diesem Parlament einfach alles durchstimmen. Aber das ist dann eben auch nur noch ein reines Feigenblatt, mit dem Sie sich umgeben. Wenn Sie den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst mitberaten lassen, aber das Votum und das Ergebnis vorher schon festlegen, dann können Sie eigentlich gleich auf diese Beratung verzichten, meine Damen und Herren. Und das ist auch nur sinnbildlich, wie wichtig Ihnen eigentlich die Freiheit von Forschung und Lehre tatsächlich ist, nämlich null. Ich erinnere nur an die Regelung der Möglichkeiten der Zwangsversetzung von Hochschullehrenden. Wer auf eine solche Idee kam und zugleich von der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre spricht, der hat die originären Hochschulstrukturen schlicht und ergreifend nicht verstanden. Das ganze Konstrukt gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und die Polizeiakademie in die Hochschule zu verschieben, ohne sie aber wissenschaftlich einzubinden und das Ganze dann wieder an das Landespolizeipräsidium anzubinden. Zudem haben originäre Polizeiaufgaben unserer Meinung nach an einer Hochschule schlicht und gar nichts zu suchen. Und daran ändert auch Ihr Änderungsantrag im Kern nichts. Hier wächst nicht zusammen, was zusammengehört, sondern Sie verfahren nach dem Motto, was nicht passt, wird eben passend gemacht. Und das hat dann eben mit Hochschule nicht mehr viel zu tun, meine Damen und Herren. Die Frage, ob Forschung und Wissenschaftsfreiheit mit den starren Strukturen des Polizeiwesens überhaupt vereinbar ist, ist nicht umsonst mehrfach gestellt worden. Und Sie, meine Damen und Herren, machen mit mir nicht den Eindruck, als hätten Sie die praktische Umsetzung dieses Konstruktes tatsächlich durchdacht. Begründet wird dieses mit dem angeblichen Synergieeffekt, der zu erzielen sei. Ja, es ist ein tolles Wort, Synergieeffekt. Wo hören wir das denn nicht überall? Aber außer diesem Wort steht nicht viel dahinter. Denn schon jetzt sind vor allem die personellen Ressourcen in allen Bereichen nicht ausreichend. 50% der Lehre wird von Nicht-Hauptamtlichen gestemmt. Und das sind schlicht und ergreifend erschreckende Zustände. Und daran werden Sie mit Ihrem Vorhaben, Herr Beuth, auch kein Stück ändern. Das Wahlrecht für Anwärterinnen und Anwärter beim öffentlichen Personalrat haben Sie geändert. Das ist gut, da sind Sie auf einen Kritikpunkt eingegangen.
Aber dieser versuchte Eingriff in die Mitbestimmung zeigt doch deutlich, wessen Geisteskind der gesamte Gesetzesantrag ist. Ich frage mich tatsächlich, wer kommt eigentlich auf eine solche Idee und vor allen Dingen, warum kommt er auf solche Ideen? Und ebenso haben Sie die rudimentäre Freiheit von Forschung und Lehre ein kleines Stück nachgebessert. Aber ob das in der Praxis tatsächlich so funktioniert, müssen wir erst mal abwarten. Die Zielsetzung, die Sie verfolgt haben mit Ihrem Gesetzesentwurf, war eine ganz andere. Sie legen hier, wenn auch mit kleinen Veränderungen, ein Gesetz vor, vor dem Praktiker warnen, Wissenschaftlerinnen abraten und gegen das die Personalräte protestieren. Ich frage mich, was muss eigentlich noch passieren, um Ihre Beratungsresistenz an dieser Stelle zu durchbrechen? Meine Damen und Herren, der Prozess der Neustrukturierung der bisherigen 4 Verwaltungsfachhochschulen in Hessen dauert nun schon über 20 Jahre. Und man wird das Gefühl nicht los, dass Sie trotz unzähliger interner Sitzungen, dass Sie trotz Projektgruppen und externer Beratung nicht vorankommen. Meine Damen und Herren, an der Neu- oder Umstrukturierung haben Sie nichts verstanden. Das muss man, wenn man das Votum aus den Anhörungen sich einmal anhört, einmal so konsternieren. Nichts ist dabei tatsächlich bei Ihnen auf offene Ohren gestoßen. Dieses Gesetz wird einhellig von allen, die anzuhören waren, abgelehnt. Und deshalb, die Nachbesserungen am Gesetzentwurf reichen aus Sicht der Linken schlicht und ergreifend nicht aus. Es ist eine Gesamtkonstruktion, die nicht nur uns skeptisch macht. Wenn alle unmittelbar Beteiligten ihren Unmut ausdrücken, dann sind Schönheitsreparaturen schlicht und ergreifend nicht mehr ausreichend, meine Damen und Herren. Vielen Dank.